kommt von... Back in Action hier in Watch Dogs mit Waschbiber und Aiden und der kleinen Feuerwehr im Hintergrund. Ja, wir sind hier. Ups, Auto ausmachen. Wir sind hier gerade unterwegs mit einer neuen Sportkarre, die wir gefunden haben. Die sieht ziemlich crazy aus. Und ja, auf dem Weg zu Bloom, um. Nee, nicht Bloom, wie hieß er doch, der andere Typ da? Der Mafia-Boss von Chicago. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu ihm. Mir fällt der Name leider gerade überhaupt nicht ein. Warum auch immer er mir nicht einfällt. Um mal zu gucken, was jetzt passiert mit ihm, nachdem wir jetzt ja unsere Verwandtschaft schon in Sicherheit gebracht haben. Ist auch nicht mehr so weit bis dahin, nur noch eine halbe Karte oder so. Also ein bisschen können wir noch unser schönes neues Auto hier genießen. Oh, oh. Allerdings nicht ins Taxi reinfahren. Ich hätte hier, glaube ich, irgendwie rüber müssen. Ja, verdammt. Naja, Handbremse regelt. Warum hier ist ein Stoppschild? So, dann mal jetzt hier rechts über diese Brücke rüber. Das sollte uns auf die richtige Insel bringen. Ja, das sieht gut aus. Oh, 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 ja, ja. Die Lampe ist da nicht unbedingt sinnvoll gewesen. Deswegen haben sie einfach mal abmontiert. Und jetzt müssten wir eigentlich schon fast da sein. Hier noch einmal durch. Wir fahren mal lieber den nächsten durch. Sieht sinnvoll aus hier. Komm, aus dem Weg. Ey, komm, Sportwagen vor an dem Auto. Und hier irgendwo müsste es sein. Ah, wir können hier jemanden hacken. Ah, ist ja ein Markierten. Das heißt, hat einfach eigentlich spezielle Beute für uns, aber irgendwie. Ach, jetzt geht er. 5900 Credits, das ist doch schön. So, dann gehen wir mal voll in den Park hier rein. Jetzt gibt wir uns jetzt an der Stelle einfach keinen Weg mehr zurück. Ja, dich nehme ich hier noch mit. Oh, nochmal 5300, sehr schön. Und dann gucken wir mal, warum wir jetzt hier nicht mehr zurück können. Das Merlot Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Oh, oh, oh. Große Worte. Aber Lucky Quinn hieß der Typ. Jetzt habe ich endlich den Namen auch wieder. Ich bin. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Verdammt, was macht sie denn? Warum? Ich habe das dumpfe Gefühl, sie hat da wirklich was Beklopptes vor. So, was haben wir denn hier hinten? Da ist schon die erste Wache. Wir sollen uns hier reinhacken. Na, dann mal gucken. Die Datenleitung ist hier auch direkt, denn schauen wir mal, hoffentlich ist das nicht zu kompliziert. Wir kommen da nicht mehr klar mit Hacken. Quinn ist gefunden. Der Kamerazugriff läuft. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Ah, interessant. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky.
Wo war ich? Ich glaube, er ist ein bisschen durcheinander. Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Hey, wo will er hin? Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit Alter, kennt keine Knacker. Grenzen. 10 Millionen macht er im Einkommen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Joppel für den Bürgermeister erstmal. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Ich habe zwar noch nichts gespendet, aber ich arbeite an meiner Bleispende. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher, dieses Jahr spenden wir wieder. Okay. Gut. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Er hat das gerade gelesen an der Seite. Clara wurde gefunden und Quinn soll den Todesbefehl ausstellen. Jetzt sind wir beide im Visier. Du hattest dieses Amt. Alter. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben Irak erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Verdammt, wo will er hin? Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Quinn, bleib hier. Hörst du mich? Lucky! Okay, Sicherheitssysteme deaktivieren. Wie kommen wir da am besten ran? Irgendwas da anhacken. Dann gehen wir doch mal über die Kamera hier rein. Ach du Schande. Mal durchleiten. Haben wir irgendwo... Durchleiten, dass wir das aktivieren. Das ist super. Kann ich das hier oben aktivieren. Und damit kommen wir hier hin. Sehr schön. Hacker Girl, okay. Okay. Verdammt. Die suchen nach Clara. So. Das System erstmal alles schön aus sein. Was sieht er denn schön? Ja, nicht wirklich was. Okay, dann hacken wir uns doch mal rein, beziehungsweise infiltrieren doch mal. Oh man, ein ganzes großes. Ein TTOS-Scan wäre hier wohl angesagt. Oh, und da kommen auch wieder neue Gegner. Dann nehmen wir hier mal was Schallgedämpftes und hier mal wieder unsere bunten Pillen. Ich hoffe mal, wir kommen hier vielleicht an der Seite irgendwo rein. Okay, Sperrgebiet ist betreten worden. So, dann schauen wir doch mal, ob wir... Ah, da ist eine Wache. Nicht gut. Hacken wir uns doch mal einmal hier durch. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, hier so offen rumzustehen, während da eine Wache einfach so ist. Vielleicht bringt das jetzt mehr Sinn hier. Ja, na komm. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt hier vorbewegt, oder? Komm, bleib stehen. Wunderbar. Okay, dann hacken wir uns mal durch die Kameras. Oh man, die Lobby ist dicht. Ah, oh, das sind hier überall Wachen. Das ist ja gar nicht schön. Okay, hier haben wir doch wunderbar
Sachen, die wir sprengen können. Sonst ist nichts mehr da. Okay. Es ist hier so voller Wachen, das geht ja mal gar nicht. Wie soll man denn das hier durchschleichen? Das bekommt doch jede Wache mit und wir müssen uns da irgendwie hinhacken. Na dann mal flockig, der Wachmann geht gerade weg. Gucken wir doch mal, ob wir hier hinten weiterkommen. Was, hab ich gar nicht. Kommen wir hier rein? Ne, da ist zu. Dann, ja, machen wir uns jetzt hier einfach mal weiter. Wir lassen die Wache noch ein bisschen rankommen. Und werden sie gleich wieder das Backups-Goblin ausschalten. Der schön schallgedämpften. Sehr schön. Sehr effizient. So, und weiter geht das Spielchen. Da ist einiges los an Leuten. Ich weiß nicht, ob jetzt hier direkt rumkommen. Wir probieren einfach mal hier rüber zu schleichen. Da sind ein, zwei Wachen. Wir müssen quasi abwarten, bis die Wache in den Nebenraum wieder drin ist. Und wir hier einfach vorab mal rumkommen. Allerdings gucken hier überall Wachen zu. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man das mal so auf der Minimap sieht, wie ich weiß nicht wirklich, wie wir jetzt hier durchkommen sollen, ohne entdeckt zu werden. Denn das sieht wirklich schwer aus gerade. Wir können vielleicht... Das wäre doch noch eine Möglichkeit. Wir gucken mal, ob hier eine Wache patrouilliert, die wir in der Kamera vielleicht hacken können. Aber er hat nur Verstärkung. Schade. Ich dachte, wir hätten jetzt da vielleicht hacken können, wenn er da rumgeht. Das macht die, hätte die Sache deutlich einfacher gemacht. Da gibt es an der Seite noch ein paar Rohstoffe für uns. Ja, dann hacken wir uns jetzt einfach mal hier mehr oder weniger durch und sprinten einfach wie ein Irrer. Ha! Hat geklappt, wa? Und es hat keiner bemerkt. Außer einem Toten gab es auch wirklich nicht viele Kollateralschäden. Na, die eine Wache da will zur Seite kommen. Schon vorteilhaft, dass man sieht, was hier passiert. Ich hier. Okay. Dann benutzen wir den Aufzug und bewegen uns mal nach oben. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Das will ich hoffen, T-Bone. Dass er uns erwartet. Hey Leute, was denn? Ach, scheiß Falle. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Das ist Eden, Alter. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Das ist so ein altes Schwein, Alter. Ich glaube, wir werden ihn gleich fertig machen. Yeah! Bam, Headshot. Okay, hier können wir noch was hacken. Oh, wir haben eine neue Knarre. Geil, geil. Okay, die wollen uns einkesseln. Dann machen wir es doch gleich mal. Ach du Scheiße. Oh Mann. Aber ich kann nicht umlegen, wenn ich nicht alle umlegen kann. Okay, die Knarre ist nicht ganz doll. Wir nehmen mal unser neues Wildfire hier.
Denn damit können wir jetzt hier auch richtig durchpusten. Ja, komm, hier ist doch einer hier vorne. Ich könnte Fuß schießen. Okay, verdammt. Wo hat er dich hingemacht? Da hinten ist ein Sniper. Jetzt schießen wir nochmal. Sehr geil. Ich guck mal ganz kurz, was wir hier oben so schönes haben. Ihr seid weggesprengt. Okay. Verdammt, wir müssen hier irgendwie um die Ecke. Okay, Versuch Nummer 2. Wir hacken nochmal das Handy. Wir wissen jetzt, dass ein Dicker kommt. Das heißt, wir nehmen uns mal unseren Granatwerfer. Da ist er nämlich auch schon. Noch einer. Handgranaten. Ja. Du rückst nie mehr vor. Ja. Den Sniper haben wir auch schon mal weg. Super. Trau dich. Yeah. Oh, Handgranaten. Verdammt, hier muss ich mit dem Helikopter rein. Schalten wir den erstmal aus. Ja, den haben wir auch weggeknallt. Das sieht auch gut aus hier vor uns momentan. Ja, wir können die leider nicht sprengen. Jetzt haben wir ihn. Oh, verdammt, der Helikopter. Nicht gut. Müssen die unbedingt weiter. Ah, der Heli macht mir da irgendwie schon ein paar Sorgen. Wir schalten mal wieder aus. Und campen uns nach oben durch die Truppen, die da kommen. Ah? Fix mal nachladen, der Heli ist noch ausgeschaltet, super. Ja, haut bloß ab hier. Mach euch alle platt. Wenn nochmal versucht mich hier umzuhauen. Okay, wir sind da. Komm, Lucky, wo versteckst du dich? Hilf weg! Das macht keinen Sinn mehr, Leute! Ein Audiolog, sehr schön. Tja, Default wird er wohl nicht mehr treffen. Und was er mit Clara macht, wir werden es herausfinden. Okay, es gibt eine Medikamentensache. Was haben wir hier? Da ist er. Lucky, mein Junge. Du bist im Eimer. Denn jetzt sehe ich dich, mein Junge. Wir hacken uns nochmal hier rein. Hä? Wie geht's dir? Mach dich platt. Und du, mein Junge, Sie sind noch jung, Mr. Pierce. Drehen Sie sich einfach um. Gehen Sie weg. Ich will dich fertig machen. Ihnen. Dieser Raum ist absolut sicher. So viele Leute wollen Sie schnappen, jedoch für mich. Verdammt. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Ah, wir kriegen ihn schon. Ich hacke erstmal dein Handy, mein Junge. Erwarten Sie Applaus, wenn Sie da rausgehen, dass die Stadt... Und jetzt habt ihr den Headshot-Macher gehackt.
Ist alles in Ordnung? Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Du, mein Junge, wirst sterben. Ich bin ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Oh je. Yeah. Sie wollten mich vernichten. Ich habe sie fertig gemacht. Jeden einzelnen. Aber wir sind der Underdog. Und wir machen dich fertig, mein Junge. Es geht zu Ende mit dir, wa? Herzschrittmacher sind halt nicht das Beste. Wollen Sie, dass ich bettele? Lucky Quinn? Auf den Knien. Ich will nur, dass du drauf gehst. Als Wiedergutmachung. Betteln Sie ruhig, das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Es war ein Fehler. Wir dachten, Sie wollen das. Lügen mich nicht an. Naja, das wollten wir eigentlich nicht. Sie waren schlampig. Wären Sie abgehauen? Ich hätte Sie vergessen. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? So viele Frauen sterben ohne Sinn. Wenigstens. Hatte sie den Anstand, vor einer Kamera zu sterben. Der Bürgermeister war immer sehr unvorsichtig. Und dumm genug, sich zu verlieben. All das. Der Bürgermeister, echt? Glaubt das nicht. Lena ist tot. Nur weil sie fürchteten, ihre Marionette zu verlieren. Glauben Sie, sie gewinnen? Wenn ich sterbe, kriege ich eine Statue. Und Sie? Die Stadt lebte weiter, als ihre Familie trauerte. Weil sie nicht wichtig sind. Tja, die Armen werden ärmer und die Reichen ein bisschen reicher. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie Sie. Und das mit Vergnügen. Yeah. Okay. Lucky Quinn hat's gleich. Wollen wir ihn fertig machen oder wollen wir ihn am Leben lassen? Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, peace out.